Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist Sonntag. Wir haben mal wieder ein freies Thema. Und heute geht es mal um kein Spiel, sondern ja quasi um mich. Oder mein Kanal, so gesehen. Ich gewähre euch mal etwas Einblick in die Kulissen oder hinter die Kulissen meines Kanals. Einfach mal zu gucken, wie viel wirft so ein Kanal eigentlich ab mit so ungefähr 1300 Abonnenten? Was für Videos werden eigentlich immer so gerne geguckt und wer guckt das überhaupt alles? Vielleicht interessiert euch das mal, das Ganze. Ich finde das immer sehr interessant, mal hinter die Kulissen der anderen Kanäle reinzuschauen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das hier Ganze mal an. Das, was ihr hier seht, ist immer die Startseite des sogenannten YouTube Creator Studios. Das heißt, jeder Kanal hat im Hintergrund dieses und das ist quasi so eine Schnellübersicht, was so gerade abläuft. Wie ihr seht, ich habe momentan 1322 Abonnenten. In der letzten Zeit sind das ziemlich viele geworden. Danke an alle neu dazugekommenen und natürlich auch an alle sonstigen Abonnenten, die mir schon so lange die Daumen halten. Daumen halten, sagt man das so? Panda. Ich sollte nicht so früh morgens ein Video aufnehmen. Hier sieht man natürlich noch kurz, wie viel Aufrufe ich in den letzten 28 Tagen, wie viel Wiedergabezeit und natürlich auch wie viel Umsatz. Aber dazu kommen wir gleich später. 11,81 Euro ist das Geschätzte. Darauf läuft es dann auch immer so ungefähr hinaus. Hier sieht man natürlich noch den letzten Upload. Das ist das Quetzig-Video von Mittwoch. Wie ihr seht, das vergleicht immer so die 10 letzten Videos in was für ein Ranking mit Aufrufen und so weiter, wie das abgeschnitten hat. Mir war aber ungefähr klar, dass es nicht unbedingt das beliebteste Video ever sein wird, weil das so ein kurioser Titel ist, den keiner kennt. Und wenn man ein Spiel nicht kennt, dann klickt man da im Zweifel auch gar nicht so unbedingt drauf. Ist zumindest meine Erfahrung. Zumindest merke ich so, aber da kommen wir auch gleich bei den Videos so, dass Videos zu populären Spielen, die jeder kennt, die haben meistens sehr, sehr hohe Klickzahlen, während eher unbekannte Spiele halt niedrige Klickzahlen haben, was eigentlich auch logisch ist, weil danach sucht ja keiner. Ne? Ist klar. Wir haben hier aber den neuesten Abonnenten, hier der Community-Beitrag, aber ich würde sagen, wir gehen hier mal, entschuldigt, in die Analytics rein. Also es gibt hier Videos und so weiter, Playlists. Das Wichtige für uns sind jetzt die Analytics. So, und dann haben wir hier natürlich die wunderschöne Startseite erstmal. Dein Kanal kommt richtig gut ein. Dein Kanal hat in den letzten 28 Tagen 10.627 Aufrufe erhalten. Also bin ich wirklich stolz drauf. Ich bin sehr dankbar. In der letzten Zeit geht dein Kanal wirklich sehr durch die Decke. Wird sehr, sehr oft geklickt. Und das finde ich einfach super. Wie ihr seht, überall grüne Zahlen. Es geht hoch. So im Dezember, Januar war so ein kleines Tal, sage ich mal, wo nicht so viel Bewegung drin war. Aber in letzter Zeit super viel auf jeden Fall. Bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Das ist irgendwie so 711,7 Stunden wurden meine Videos geschaut. Das heißt, irgendwie rund um die Uhr wird irgendein Video von mir, von irgendwem, immer angeschaut. Finde ich herrlich. Das sind so geile Zahlen. 60 Abonnenten habe ich dazu bekommen. Wie ihr hier unten seht, ein typischer Bereich. Plus 37, plus 65 ist, denke ich mal, ein ganz guter Schnitt. Ich habe jetzt natürlich keine großen Vergleichswerte zu anderen Kanälen. Das ist, bin natürlich ich. Wie man sieht, es sind hier diese Echtzeitdaten, was ich auch immer so interessant finde. Man kann ja wirklich auch mal auch so eine Echtzeitübersicht. Welches Video wird gerade geguckt? Also ich nehme das jetzt hier Samstag auf, ihr seht es ja unten. Und heute gerade um 8.41 Uhr hat einer auf das neue Quetzig-Video geklickt. Diese Ansicht für sich finde ich ist eigentlich unnütz, aber finde ich irgendwie faszinierend. Aber ich würde sagen, hier haben wir die besten Videos, die performt haben. Da sind natürlich jetzt einige Überraschungen, würde ich sagen, dabei. Einige nicht. Ist natürlich so, dass die neuen Videos natürlich erstmal mehr geklickt werden und dadurch natürlich auch in dieser Liste drin sind. Natürlich hier, Klassiker natürlich hier, die Game Boy Color Videos, Top und Flop 10, also Top 10 oder Flop 10 Listen gehen eigentlich immer. Habe ich momentan auch so ein bisschen Spaß dran, weil ich nicht so viel Zeit habe und die sind eigentlich auch von der Zeit her relativ effektiv zu machen, sage ich mal. Pickups gehen natürlich auch immer. Dann kommen wir schon in die Spieletests hier. Der Pinocchio-Test ist sehr gut angekommen. Und natürlich Blätterfolge, ne? Und wo ich positiv überrascht bin, ist Gunforce. Da habe ich gedacht, weil das ja noch nie hier so erschienen ist, dass auch die Klickzahlen da nicht so hoch sein werden. Aber hey. Und
Was ihr hier seht, das sind eigentlich meine Dauerbrenner. Das hier geht auf Mana-Tests, dieses Kontakte von Retro-Modulen bequem reinigen und das Mystic-Quest-Test. Alle von 2018, da kommen wir auch gleich noch bei der Videoanalyse zu. Die sind irgendwie zeitlos, die werden zeitlos immer viel geklickt. Ich glaube, das Hyrkid auf Mana Video hat auch mittlerweile irgendwie 3.000, 4.000 Aufrufe mindestens. Das sind so die Dauerbrenner. Das ist natürlich der Vorteil bei meinem Kanal immer, ich habe so viele Videos zu alten Spielen und die sind ja zeitlos. Und dadurch, nur weil es ein Video am Anfang nicht so oft geklickt wurde, heißt es nicht, dass es nicht auf lange Frist gut abschneidet. Das ist halt der große Vorteil, wenn man einen Retro-Bereich abarbeitet, ist es halt einfach alles zeitlos, ne? Ja, dieses Kontakte von Retro-Modulen reinigen, das war so mein erster, mit einer meiner ersten Versuche, so ein bisschen ein praktisches Video zu machen. Eigentlich war eher der Sinn dahinter, dass ich immer so ein bisschen Techniken erprobe und so weiter. Vom Inhalt her, na gut, diese tollen Cards zu nehmen, ist okay, ein bisschen reißerisch gemacht, aber scheint anscheinend zu funktionieren. Kommen wir hier zu der Reichweite. Ja, das hier wird es ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Also hier habt ihr erstmal so eine Timeline, ne? Wer hat wie viel geguckt, und hier seht ihr auch dann immer, ein Video ist erschienen, wie man sieht, ein Video ist erschienen, wird natürlich viel drauf geklickt, ist logisch. Hier ist ein bisschen kompliziert Impression. Das heißt, Impression heißt, dass das irgendwo auf YouTube mein Video vorgeschlagen wurde oder ähnliches und wie viele dann darauf denn drauf geklickt haben, ne? Genau, wie viel blablabla, bla bla, das ist jetzt alles sehr technisch, woher die Leute kommen. Also es kommen viele anscheinend von einer normalen Google-Suche. Wahrscheinlich suchen sie irgendwie Retro-Spiel XY und Test und zack, da haben sie mich. Und dann vorgeschlagene Videos, blablabla, bla bla, das ist eigentlich jetzt nicht so eher interessant. Engagement. Auch hier sieht man ganz schön die Wiedergabezeit. Ne? Auch hier sieht man natürlich hier diese normalen Talk-Videos und die Top-Listen, sowas guckt man sich durch, die Beta-Videos. Also ich sag mal, diese typischen Sonntagsvideos haben logischerweise mehr Schauzeit, weil ist eigentlich auch logisch, weil meine Tests gehen nur 3 Minuten, da addiert sich natürlich nicht so viel an Guckzeit, ne? Natürlich hier Top-Playlists, wie ihr seht, mit Abstand sind Gameboy-Spiele am beliebtesten, wo ich ja auch ein bisschen mehr momentan Spaß dran habe, weil Gameboy ist einfach super. Und ich regle das mittlerweile so ein bisschen so, dass ich eher so ein bisschen auf Gameboy schwenke, weil Zeit und sowas, das sieht momentan bei mir etwas knapp aus. Und so ein Gameboy-Spiel, das hat man eher mal entsprechend angezockt, als jetzt ein großes Super Nintendo RPG oder irgendwie sowas. Genau, Aufspannelemente, das sind hier diese Sachen zum Schluss und so weiter. Ist eigentlich nicht so interessant, aber ne, im Prinzip ist klar, besten Videos nach Abspann, was ich interessant finde. Auch Photosophie ist auch so ein Dauerbrenner, aber da kommen wir auch gleich zu. Denn Zielgruppe, ja. Hier wird es wieder etwas spannender. Wer guckt eigentlich meinem Kanal? Und die Antwort ist ganz einfach. Quasi Leute wie ich. Ich bin ja auch in dem Altersbereich. Ich bin ja mittlerweile 38. Und natürlich männlich. 99,2% ist klar, unser Hobby ist männerdominiert. Machen wir uns da nichts vor. Ist eben so und natürlich in meinem Altersbereich. Aber ist ja auch ganz logisch. Ich mache ja Videos quasi für mich selber. Ich mache Videos, die ich mir selber gerne angucken würde. Und ist klar, dass ich dann quasi Leute in der ähnlichen Altersgruppe hinzulocke. Das nimmt sich wirklich alles, also unter 25, sage ich mal, spielt sich gar nichts ab, aber ne, das verwundert nicht, weil wir sind halt alles nostalgiker, wir sind alles mit der Technik aufgewachsen und deswegen gucken wir alles, ist klar. In dem Bereich, die würden wahrscheinlich eher so Nintendo 64 Kanäle Videos sich anschauen, aber das ist ja nach meiner Zeit. Ja, hier überrascht es auch wenig. Deutschland natürlich am meisten, klar, und natürlich andere deutschsprachige Länder wie Österreich und die Schweiz. Vereinigte Staaten auch ab und zu, hey, aber dann sprechen die wahrscheinlich Deutsch, ich habe keine Ahnung. Und natürlich hier kein Untertitel, ist klar, manche mit deutschen Untertiteln, dann kann man ja sich bei YouTube ja immer diese automatisch generierten anzeigen lassen. Ja, das ist hier auch interessant, so wer diese Glocke aktiviert hat, also ihr habt ja neben den Abonnenten habt ihr diese Glocke. Das heißt, ihr werdet dann automatisch benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe, dann habt ihr so ein kleines Notification. Weil manchmal ist das bei der YouTube vorgeschlagen, Seite und so weiter etwas undurchsichtig. Deswegen, wenn ihr unbedingt kein Video verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Aber ich betone das nicht immer so, weil ich euch nicht auf den Sack gehen will, ganz einfach.
Ne? Aber da scheine ich hier in dem normalen YouTube-Bereich auf jeden Fall zu sein, so im mittleren Bereich. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber ich denke mal, wenn ich da im normalen Bereich bin, passt es, keine Ahnung. Also man kann auch alles zu überanalysieren, sage ich mal. Ne? Ja, Nutzer ohne Abo zu Abonnenten, ich keine Ahnung, ob das eine normale Verteilung ist, aber schätze ich mal. Aber jetzt wollt ihr wahrscheinlich meinen Umsatz mal sehen. Ja, und zwar, ich verdiene so ungefähr 10 Euro. Ihr seht hier, Oktober, November, Dezember waren es quasi bis zu 15 Euro. Das hat einen Grund, warum es danach erstmal runtergegangen ist, weil in den Monaten habe ich ja noch 3 Videos die Woche gemacht, jetzt nur noch 2. Ist logisch, also kann man so ungefähr sagen, ich mache pro Video, die ich in der Woche rausstelle, auf den Monat hochgerechnet, 5 Euro ungefähr. Pi mal Daumen. Ist nicht viel. Ich habe auch schon mal so Videos gesehen, so, ja, mit 1000 Abonnenten, da verdient ihr irgendwie 400 Euro oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie alles zusammengestückelt ist oder ähnliches. Mir geht es ja auch nicht um das Geld machen. Ich habe es ja auch im 1000er Abonnenten-Gala-Video, glaube ich, oder irgendwo gesagt. Ich mache es nicht, um Geld zu verdienen, aber natürlich so ein bisschen, um ein bisschen was zurückzukriegen, damit man so ein bisschen geistig so im Kopf hat von wegen, hey, so ganz umsonst mach es nicht. Und ich bin eigentlich mit keinen großen Erwartungen reingegangen, was ich da als groß verdiene. Ich habe mir gedacht, hey, wenn da vielleicht so Monaten ein Gameboy-Spiel für die Sammlung rauskommt, ne, dann bin ich da zufrieden. Und bei 10 Euro kriegst du da auf jeden Fall eines der besseren Spiele. Ab 70 Euro kann man sich das Ganze immer auszahlen lassen. Ich konnte mir das letztes Mal jetzt 70 Euro auszahlen lassen. Und ich habe mir ein Gameboy-Spiel davon geholt, ein etwas teureres. Da kommt, sollte der Test denn jetzt Mittwoch dazu kommen, aber dazu näher in den Pickups. Ich könnte natürlich noch mehr rausholen bei der Monetarisierung. Das zeige ich euch am besten dann gleich. Ja, hier, Videos mit den höchsten Einnahmen. Wie ihr seht, pro Video 73 Cent. Und so ein Video, da sitzt ihr natürlich auch ein paar Stunden dran mit Schneiden, Einsprechen, Recherchieren und so weiter. Wenn man es auf einen Stundenlohn hochrechnet, ist das natürlich ein Furz. Ne? Da gehe ich auf Arbeit, mache da 4 Überstunden und habe da ein Vielfaches davon verdient, wenn ich mir das auszahlen lasse. Ist klar, aber das Spaß steht ja im Vordergrund, nicht das Geld machen. Ne? Ihr seht natürlich denn hier Umsatzquellen, geschätzter Werbeumsatz. Ne? Wie gesagt, so viel YouTube Premium Umsatz. Das ist ja, wenn ihr YouTube Premium abonniert habt, dann seht ihr ja keine Werbung. Aber der Kanalersteller kriegt trotzdem etwas davon, obwohl ihr keine Werbung seht. Quasi das ist in eurer Gebühr damit einbegriffen, das wird dann irgendwie umverteilt teilweise. Wie das genau läuft, keine Ahnung, ich habe selber kein YouTube Premium. Halt allgemein ist es natürlich auch so, es können natürlich auch mehr sein. Viele von euch werden Adblocker haben, denke ich nochmal. Gehe ich mal von aus. Wie ihr seht, habe ich auch, auf YouTube habe ich normalerweise ausgeschaltet. Können natürlich mehr sein, aber ich will keine Vorschriften machen, wer wie wo was zu bedienen hat. Nur überlegt es euch eventuell, den Adblocker für YouTube auszuschalten, weil die Kanalinhaber, ne, wie man sieht, es geht um jeden Klick so gesehen, aber ich will keine Vorschriften machen, da seid ihr frei. Ich bin ins Mikrofon gekommen. So, und natürlich hier auch, was für Dingsbums haben. Ja, wiedergabebasierter CPM. Heißt ungefähr pro 1000 Views, wie viel Euro ich da rauskriege. Aber irgendwie kriege ich weniger raus als das, also, ne? Weil wie ihr seht, ich kriege hier 11,81 Euro raus. Und ich habe irgendwie 10.000 noch was Aufrufe. Dann würde ich da nicht 11,81 Euro rauskriegen. Also was das der Wert ungefähr bringt. Ach, hier sieht man, genau, geschätzte monetarisierte Wiedergaben. Ach, da sehe ich jetzt gerade, genau. Da seht ihr ungefähr die Hälfte benutzten Adblocker. Und dadurch könnte ich meine Einnahmen so gesehen verdoppeln. Jetzt verstehe ich das auch. Macht Sinn. Genau, zum Monetarisierung. Also das ist im Prinzip das, was man bei Analytics sieht. Zur Monetarisierung an sich zeige ich euch mal. Das sind hier normale Videoübersicht. Ich habe es ja euch auch beim 1000 Abonnenten Special gesagt. Ich mache das allerdings mit der Werbung natürlich sehr, sehr, ich versuche dezent, möglichst nicht zu nerven. Ne? Das heißt, man kann hier ganz genau für jedes Video aussuchen, was ihr benutzt. Das heißt, Standards sind Overlay-Anzeigen, ne? diese normalen Banner, die ihr zum Beispiel seht, gesponserte Infokarten an der Seite, wo ihr die Playlist habt, und überspringbare Videoanzeigen. Das ist Standard, das habe ich auch aktiviert, weil ich finde, das ist noch am wenigsten nervbar, ne? Überspringbare Videoanzeigen, das ist die, die ihr wegklicken könnt. Was ich nicht habe, ist nicht überspringbare Videoanzeigen. Ich will euch nicht dazu zwingen, erstmal Werbung anzuschauen. Plus, man kann ja noch weitere
Werbeblöcke, sage ich mal, einbauen. Also in allen Videos über 10 Minuten kann man noch beliebig viele Werbung einbauen. Ich bleibe aber trotzdem nur bei dem einen Video am Anfang. Ich will euch nicht in der Mitte irgendein Video zeigen oder sowas. Ich will euch nicht auf den Geist gehen. Also theoretisch könnte man da sogar noch mehr Geld rausholen. Ich lasse es aber. Aber ich würde sagen, kommen wir auch mal zum Abschluss. So viel zum Monetären. Also wie gesagt, wenn ihr Videos seht mit 400 Euro bei 1000 Abonnenten, man wird definitiv nicht reich bei YouTube. Nicht in der Größe, das ist Hobby. Da arbeitet lieber am Wochenende an der Tanke oder keine Ahnung was, wenn es euch nur ums Geld geht. Das passt, aber nicht, also zumindest in dem Bereich hier, keine Ahnung, Beauty oder sowas. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie mehr abgeht. Also alles, ne, in unserem Retro-Bereich, das sind alles meine Erfahrungen. Ich will da jetzt nichts groß sagen, dass ich jetzt die Weißheit mit Löffeln gefressen habe. Das konnte man hier irgendwo, genau, da. Die beliebtesten Videos. Genau. Wie ihr seht, das Secret of Mana Video, das ist echt gut angekommen. Da hatte ich aber Glück, dass ich das quasi gemacht habe, als das Remake erschienen ist. Und das wusste ich, hatte ich gar nicht auf dem Radar, deswegen ist das ziemlich durch die Decke gegangen. Dann natürlich hier die Switch-Sammlung, finde ich sehr interessant. Da muss ich auch mal ein Update machen. Läuft sehr gut, denn hier meine ersten Videos, Fortress of Fear, Kung Fu Master. Dann hier das, wo ich mit der Qualität so ein bisschen, das waren meine ersten Videos, die Qualität ist nicht gut, das sieht man hier auch mal an den Mag-Ich-Bewertung. Verstehe ich voll und ganz, wenn man da einen Daumen runter gibt. Die Qualität da war noch nicht gut, ich habe da noch nicht so gut eingesprochen und so weiter. Ich lasse die Videos aber trotzdem da, weil A, sie werden natürlich viel geklickt und B, das gehört zu meiner Historie. Ja, ich war am Anfang nicht so gut technisch und alles, ist normal. Und hier, wie gesagt, Mystic Quest, Zelda, natürlich hier diese Unboxing, ne? Zockbox-Video, das war auch eine coole Sache, das ist natürlich jetzt auch davon abgesprungen, dass ich über 1000 Abonnenten hatte, dass ich so eine Box mal umsonst bekommen habe. Aber solche Angebote, die halten sich eher zurück und ich würde auch nie irgendwas annehmen, was ich jetzt als moralisch nicht okay finde. Wie gesagt, mir geht es halt nicht hauptsächlich ums Geld, es ist halt eine nette Sache, wenn ein bisschen was zurückkommt, ne? Genau, Secret of Mana 2, also Sammlungsvideos und ich sag mal die ganzen Spieleklassiker, die laufen natürlich immer gut und die ganzen Flop-Videos. Aber ich würde sagen, das reicht eigentlich auch fast, oder? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen oder ähnliches? Ab in das Kommentarfeld. Ich hoffe, euch hat mal dieser Einblick hinter die Kulissen gefallen. Also, ich finde es immer faszinierend, wenn man auch mal sowas guckt, wie läuft sowas, was läuft gut und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ans Kommentarfeld, ich versuche sie möglichst gut zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Macht's gut!